Sie werden unsere Liebe niemals akzeptieren. Ein Vampir und eine Sterbliche. Schnell, Liebster, beiß mich. Du wirst unsterblich sein und niemals alt werden. Aber meine Altersvorsorge. Mit Riester-Förderung und Sparkassenvorsorge Plus hier und Vorsparplan. Alt werden lohnt sich. Mit der Sparkassen-Altersvorsorge. Ja, dann herzlich willkommen zu unserer ersten Pressekonferenz der neuen Saison mit Blick auf das Stadionöffnungsspiel am kommenden Mittwoch um 20 Uhr hier im neuen Sparda-Bank Hessen-Stadion gegen Bayer Leverkusen. Darf begrüßen und vorstellen. Die Gesichter sind hoffentlich noch bekannt. Unseren Trainer Ari van Lent, unseren Sportkoordinator Ramon Berndroth und unseren Geschäftsführer der Profi GmbH Thomas Kalt. Vorab noch ein paar kurze Informationen zum Spiel am Mittwoch. Die Stadion-Tore öffnen bereits 3 Stunden vor Spielbeginn um 17 Uhr. Aufgrund dessen, dass um 17.30 Uhr schon die OFC-Traditionsmannschaft, die Waldis, das Vorspiel bestreiten werden gegen eine Auswahl des Hessischen Landtags. Um 19 Uhr dann der offizielle Start der Feierlichkeiten. Also eine Stunde vor Spielbeginn mit vielen Überraschungen. Das ein oder andere ist ja in den letzten Tagen auch via Pressemitteilung schon angekündigt worden. Anpfiff dann um 20 Uhr das Spiel und da freuen wir uns auch sehr darüber, um uns vor einem deutschlandweiten Publikum da präsentieren zu können, wird live bei Sport1 übertragen. Und außerdem gibt es noch die Informationen, dass für alle Zuschauer der Parkplatz am Sportzentrum Wiener Ring zu diesem Eröffnungsspiel nicht zur Verfügung steht. Außerdem werde ich nachher via Pressemitteilung noch einen detaillierten Plan verschicken, der nochmal erklärt, wo die neuen Kassenhäuschen positioniert sind. Da bitten wir auch um entsprechende Veröffentlichung, damit die Fans informiert sind. So viel vorab von meiner Seite und jetzt vielleicht auch mal die erste Frage an Thomas Kalt. Es sind ja viele Geschichten, die dieses Spiel jetzt begleiten, angefangen von der Fanfreundschaft über den persönlichen Kontakt zu Rudi Völler bis hin auch zum Auftritt von Suat Türker, der ja da nochmal das Kickers-Trikot tragen wird. Das sind jetzt nur einige Geschichten des Abends. Das wird doch so oder so wahrscheinlich ein unvergesslicher Abend für Sie und auch für alle OFC-Fans werden, oder? Ja, ich denke, was man sagen kann, es ist im wahrsten Sinne des Wortes, es ist angerichtet. Das Stadion ist fertig. Wir haben einen sehr guten Vorverkauf gehabt. Wir erwarten doch jetzt gute 15.000 Zuschauer. Das, denke ich, ist ein ordentlicher Rahmen für ein Freundschaftsspiel mit in den Sommerferien, muss man ja auch noch dazu erwähnen. Wir haben sehr viele Freunde, die wir begrüßen können an diesem Tag. Einmal die Fans aus Leverkusen, die hier ganz herzlich empfangen werden. Wir können einen Wunsch unserer Fans leider nicht erfüllen, zwar die Frage, ob wir die Blöcke öffnen können, sodass die offenbaren Leverkusener Fans sich praktisch austauschen können. Das geht leider nicht, weil auch das den Feuerwehrbereich konfrontieren würde. Das ist also uns nicht gestattet worden. Gut, ich denke, es wird genügend Gelegenheit geben vor dem Nachspiel, dass sich die Fangruppen mischen können. Da hat gar keiner was dagegen. Aber es wird in den Blöcken halt auch, weil die Blöcke sehr voll sind, Block 2 ist ja schon lange ausverkauft, wird es nicht möglich sein, ein Hin und Her einfach zu ermöglichen. Ansonsten gibt es viele bewegte Momente. Rudi Völler natürlich an der Spitze kehrt zurück, sagen wir hier beim OFC, an seine erste Profi-Station. Suat Türker wird mit Sicherheit, denke ich, einen tollen Abschied bekommen. Er wird ja zum Einsatz kommen, da kann der Trainer vielleicht was dazu sagen. Und ja, wir haben wirklich eine stimmungsvolle Eröffnungsfeier zusammengestellt. Deswegen auch wirklich der Rat und der Tipp an alle Fans, schon rechtzeitig zu kommen. Die beginnt pünktlich um 19 Uhr. Zusätzlich haben wir auch in den Businessbereich noch ein Unterhaltungsprogramm, das bereits schon um 17 Uhr beginnt. Also es ist schon kein außergewöhnliches Spiel, bei Weitem kein Freundschaftsspiel im klassischen Sinne. Aber ein Spiel als Auftakt in die neue Saison. Und von daher hoffe ich, dass wir auch sportlich ein bisschen Spaß mit unserer Mannschaft machen können. Aber da zweifelt ja keiner dran. Und klar ist es vielleicht ein bisschen blöd, vielleicht sogar für den Trainer, 3 Tage vor dem ersten Saisonspiel jetzt so ein Spiel zu haben. Weiß nicht, das soll mit Sicherheit keine Störungen für den sportlichen Ablauf geben. Aber es mit einer englischen Woche starten wir jetzt fast ein bisschen. Also, aber der Trainer wird die richtigen Maßnahmen ergreifen. Wir als OFC, um das abzuschließen, freuen uns auf den Mittwoch. Und freuen uns auch, dass die Kulisse da ist, dass wir ja auch Tickets zum Anziehen, unser Trikot ja um die 7.000 Stück verkauft haben. Das heißt also, der OFC-Fanbereich wird sich sehr einhellig zeigen und von daher wird es ein sehr stimmungsvoller Tag werden.
Dankeschön, Thomas Kalt. Ari, dann greifen wir das doch gleich mal auf. Thema Suat Türker, um bei den Eröffnungsfeierlichkeiten noch zu bleiben. Inwiefern wird der Suat dann auch noch mal seinen Auftritt im Rahmen dieses Spiels bekommen? Ja, das ist eigentlich auch auf den Wunsch des Spiels, was ich eigentlich auch verstehen kann, dass er vielleicht einmal noch mal das Trikot tragen möchte, wenn er hier sehr beliebt war. Ich denke, das tut ihm dann auch vielleicht ganz gut, dass er dann endgültig seinen Abschied feiern darf, endgültig. Und ich denke, das ist immer dann ganz gut, wenn wir das damit verbinden können. Klar wird er seinen Einsatz auch bekommen. Vielleicht, ich sage mal, ungefähr an die halbe Stunde wird er, ob es jetzt Anfang zweiter Halbzeit oder zum Ende raus, wird er auf jeden Fall bekommen, damit er auch das Gefühl hat, dass er auch noch ein bisschen am Spiel mit teilnehmen kann. Und was erwartest du dir, 3 Tore von ihm, um Leverkusen dann zu schlagen? Wenn er das macht, dann müsste man das andere wieder zurücknehmen. Dann wird es dann nicht sein Abschiedsspiel, sondern dann wieder das Eröffnungsspiel von Suat, dann wieder ein neuer Vertrag. Also da sollten wir mit aufpassen. Also letztendlich ist es so, es gibt immer kuriose Sachen nach dem Spiel. Es wäre gar nicht schlecht, wenn er trifft. Das tut alle nochmal zum Schmunzeln gut und für ihn persönlich wäre das hervorragend. Und geplant ist übrigens auch, ihn kurz vor Spielende auszuwechseln, damit er dann nochmal seine Ehrenrunde vor den Fans laufen kann. Ramon. Entschuldigung, muss gerade lachen. Diese sogenannte Höchststrafe wird später eingewechselt. Hat er das auch noch mal erlebt? Ja, in dem Fall wird er sich vielleicht sogar drüber freuen, oder? Genau. Du bist ja nun auch schon viele Jahre bei den Kickers. Jetzt hast du auch in den letzten Monaten diesen Stadionbau hautnah miterlebt. Ja, was wird das für dich auch persönlich für ein besonderer Moment, wenn die Einweihung dann am Mittwoch zustande kommt, wenn es offiziell eingeweiht wird gegen Leverkusen? Ja, es ist, brauchen nicht drum herum zu reden, das ist tatsächlich ein denkwürdiger Tag. Für jeden, der in den 60er Jahren schon hier war, Bundesliga gesehen hat, den alten Biberer Berg kennt, als Fan, ich als Cheftrainer sogar später nochmal. Und ganz ehrlich, ich habe nie dran geglaubt. Und alle, die beteiligt sind, wer auch immer, wie viel Anteil daran hatte, Hut ab. Das ist eine ganz große Leistung, die hier vollbracht wurde. Und schön für jeden Fußballinteressierten, schön für jeden OFC-Fan sowieso. Mhm. Ari, aus deiner Sicht auch vielleicht kurz was zum Stadion. Ich weiß nicht, ob ich da schon was gelesen habe, wie dir das Stadion gefällt. Was hast du für einen Eindruck jetzt auch, nachdem du eben auch das letzte Jahr hier verbracht hast auf der Baustelle? Jetzt ist es fertig, das Stadion. Jetzt darfst du es eröffnen mit dem Team. Und was habe ich dann gesagt? Weißt du das noch? Nicht, dass ich das gleich jetzt unterschiedlich voneinander... Nein, also Fakt ist, dass ich, wenn man das Stadion sieht, ich denke, da sind alle sich ganz klar einig, es ist ein wunderschönes Stadion von Kickers Offenbach, dass man das überhaupt bekommt. Hier können großartige Siegen gefeiert werden und klar, dieses Stadion hat auch ein gewisses Ziel. Das hat der Stadt leider dann jetzt schon vorweggegeben und das heißt dann einfach, das muss irgendwann mal höchstklassig werden hier. Und da werden wir alles dafür tun, aber Stadion an sich ist einfach, ist wirklich ein wunderschönes Stadion. Da kann sich eigentlich jeder drauf freuen. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zum Sportlichen. Aus sportlicher Sicht dieses Spiel gegen Leverkusen, einen Erstligisten, sicherlich eine besondere Herausforderung. Was für einen Stellenwert hat diese Partie für dich, auch mit Blick auf den Saisonstart dann am Samstag in Halle? Ja, Thomas hat es gerade schon gesagt, das ist immer dann, wir starten eigentlich mit einer englischen Woche, aber wir haben das rechtzeitig ja jetzt gewusst, dass das Spiel jetzt stattfindet. Von da aus kann man sich dementsprechend darauf vorbereiten. Klar werden fast alle Spiele zu ihrem Einsatz kommen, weil ich denke auch, dass ich die gedachte erste Elf, die ich habe, natürlich vielleicht nicht 90 Minuten spielen kann. Ich denke auch, und ich denke für alle anderen Spiele ist es einfach auch schön, mal so ein Erlebnis gegen den Erstligisten zu haben. Aber ich denke, das passt dann eigentlich auch, wie gesagt, wenn alle nicht 90 Minuten spielen, die gedacht sind für alle, dann ist die Erholung rechtzeitig da für alle und dann wird es dann kein Problem sein. Mhm. Vielleicht auch noch ein Satz zum Stand der Vorbereitung jetzt. Wir haben ja auch eingeladen mit Blick auf Saisonstart als Saisoneröffnungspressekonferenz. Wie ist der Stand bis heute? Wie zufrieden bist du mit dem Team eine Woche bevor es losgeht? Ja, eigentlich so die Eindrücke. Man hat ja die Vorbereitung immer dann fast 6 Wochen. Dann ist man auf der Art und Weise, wie die Jungs ja mitmachen, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Auch wir haben zwar auch hier ein bisschen ein paar kleinere Gegner gehabt, wo wir gespielt haben, aber auch auf der Art und Weise, wie sie das dann auch im Verband mit dem Training hingenommen haben, ist es sehr optimal gelaufen. Verletzungen bis auf Seat, der dann in der Vorbereitung dann weggefallen ist, gab es kaum Beschwerden.
Und ich denke, das ist dann das Optimale erreicht. Was dann letztendlich dabei rauskommt in Halle, weiß man nicht. Aber man weiß auf jeden Fall, dass man optimal vorbereitet ist und dass man ja auf jeden Fall mit der stärksten Elf, der gedachten Elf, dann auf jeden Fall vor Start gehen kann. Okay, danke schön, Ari. So, mein Fragenzettel ist leer, aber es dürfen gerne jetzt noch welche gestellt werden. Allgemein zur Saison, werden Zuschauerschnitt rechnen Sie oder was ist eingeplant und mit welchen Etat werden Sie werden? Also wir haben am Zuschauerschnitt im Prinzip das Gleiche eingeplant, was wir in den letzten Jahren auch hatten, also so circa 7.000 Zuschauer. Sind aber sehr hoffnungsvoll, weil wir jetzt zwar erleben mussten, dass auf der Baustelle kein Zuschauerwachstum stattgefunden hat, aber jetzt in vielen Gesprächen überall hören, wir haben auch eine sehr gute Berichterstattung gehabt, muss man fairerweise sagen, also die Offenbacher Post hat eine Sonderbeilage gemacht, die Frankfurter Rundschau hat jetzt eine sehr schöne Sonderbeilage auch gemacht. Das hilft uns natürlich auch schwer aus allen Bereichen von Leuten, die wirklich jetzt nicht unbedingt so Kickers-nah sind, also das neue Stadion mal sehen wollen, sodass wir ein bisschen die Hoffnung haben, dass dieser Stadion-Effekt, der an allen anderen Orten in Deutschland ja auch mal stattgefunden hat, hier jetzt auch stattfinden kann. Das würde uns natürlich enorm helfen. Und der Etat bewegt sich so um die ca. 5 Millionen Euro netto, auch analog zu dem, was wir in den letzten ein, zwei Jahren oder in den letzten Jahren hier hatten. Ja, das ist die Aussage zum Etat. Ist das jetzt vielleicht nicht ein bisschen tief gestapelt, wenn man sieht, dass da neue Mannschaften reinkommen, der KSC, die ja auch sehr viele Fans eigentlich mitbringen, genauso wie Alemannia Aachen. Wenn man sieht, wer rausgegangen ist mit Sandhausen oder solche, die ja kaum was ausgemacht haben jetzt an Zuschauer, wenn die hier waren, ist das nicht so, dass auch durch die Namen diese Liga extrem attraktiv war, auch für Kickers Offenbach? Ja, absolut. Also ich fange mal hinten an, dann komme ich zum Tiefstapeln. Also ich glaube, dass wir in der Tat heute eine Saisoneröffnungspressekonferenz haben, wo wir alles sagen können, wir sind in der stärksten dritten Liga aller Zeiten. Wir bewegen uns mit 11 ehemaligen Erstligisten. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, 16 Mannschaften von den 20 haben insgesamt schon an mindestens schon mal in der zweiten Liga gespielt. Dementsprechend hat diese Liga alle Chancen, auch wir hier, dass wir auch im Zuschauerbereich, da knüpft ja die Frage an, zulegen können. Aber Das ist ja nicht, ist ja nichts Schlimmes. Also besser ist ja, sie kalkulieren mit weniger und erhalten mehr als umgekehrt. Und von daher war dieser Ansatz genau der richtige. Der DFB lässt übrigens auch keinen anderen Ansatz zu. Auch das ist vernünftig. Von daher ist das eine Option, die wir haben. Wenn wir wirklich den Effekt haben, dass wir vielleicht ein bisschen Stadiontourismus erleben dürfen, dass wir vielleicht noch schönen Fußball spielen und dann noch viele Gäste hier begrüßen dürfen, dann kann das das werden, was wir alle wollten. Ein Stadion des Kickers Offenbach hilft, die Zukunft erfolgreicher zu gestalten. Gibt es weitere Fragen? Was macht sich zuversichtlich nach dieser Vorbereitung? Sagen wir mal im Rückblick vor 12 Monaten sozusagen, eine ganz andere Art der Vorbereitung. Was macht dich zuversichtlich, dass es in der Tat zum einen schönere Spiele gibt und auch erfolgreiche Spiele. Was einfach, weil ich das für 12 Monate dann schon ein bisschen vergessen habe und weil ich einfach ein Optimist bin und auch einfach an die Mannschaft, die ich jetzt zur Zeit habe, einfach glaube. Und weil ich sie halt kenne, diese Mannschaft, auch weiß, was sie jeder Einzelne möchte. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach hier versuchen, Fußball zu spielen, aber wir versuchen es natürlich auch erfolgreich zu sein. Und das sind eigentlich auch die Ziele der Mannschaft. Und deswegen stimmt mir das eigentlich für die nächsten Monate oder für die ganze Saison eigentlich sehr optimistisch. Inwieweit hat sich denn die erste Elf schon manifestiert, jetzt wenige Tage vor den ersten Pflichtspielen? Ja, jeder Trainer hat natürlich so seine Grundgedanken, wovon vielleicht am Ende noch zwei Positionen, die vielleicht ein bisschen fragwürdig sind, wo beide gleich stark sind auf die Positionen, dass man sagt, okay, dann bevorzugt man vielleicht dieses Spiel halt mal den einen. Das ist dann höchstens, aber das größte Teil steht ja schon und ja, ich werde es dann am Samstag endgültig wissen. Aber ich meine, die Stammformation, die dann gegen Halle aufläuft, ist dann vielleicht gegen VfB wieder anders. Aber es wird dann so ungefähr um diesen 7-8 Personen handeln, die dann eigentlich immer dabei sind. Hallische FC, können Sie da schon was sagen? Haben Sie die mal beobachten lassen? Die haben ja auch in der sehr starken Regionalliga gegen
Leipzig, Holstein, Kiel dann sich letztlich durchsetzen und haben auch sehr gute Ergebnisse jetzt in der Vorbereitung gespielt gegen richtig namhafte Gegner. Ja, klar, wir haben sie zweimal gesehen gehabt, wir haben sie sogar letztes Jahr gesehen, obwohl wir sie da gar nicht beobachten brauchten, sage ich mal so. Also wir sind von dieser Mannschaft schon, ich meine, sind sie schon ein paar Jahre zusammen, sie haben seit ein paar Jahren schon gezeigt, was sie können, immer oben dabei. Gegen Aufsteiger zu spielen selbst ist immer ein bisschen das erste Spiel, eine gewisse Euphorie dann beim Gegner. Letztendlich sind wir auch vorbereitet. Ich kann nicht alle Details jetzt sagen, weil dann würde ich dann die Mannschaft wegnehmen. Also wissen sie mehr als die Mannschaft, das würde ich noch ein paar Tage mit warten. Am Sonntag erzähle ich, wie das funktioniert hat. Aber letztendlich, wir haben uns erkundigt, was Halle ist und wie sie spielen. Und ich glaube, deswegen sind wir gut vorbereitet. Nächste Frage von Michael. Eine Frage. Vor einem Jahr hieß es, die Mannschaft muss sich konsolidieren. Aufstieg ist kein Thema. Jetzt haben wir 12 Monate später eine Mannschaft, die, sagen wir, geringfügig verändert ist nun, aber eine wesentlich stärkere dritte Liga. Letztes Jahr kamen Absteiger herunter, die jeder wusste, dass sie keine Rolle spielen werden, während jetzt kommen Mannschaften, die ehrgeizig sind, gleich wieder aufzusteigen. Was gibt dir denn Optimismus, dass in einer wesentlich stärkeren Liga mit einer vergleichbaren Mannschaft plötzlich viel mehr zu holen ist? Ja, ganz einfach. Ich glaube, wir haben ein Jahr Zeit gehabt, uns weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil. Also wie gesagt, wir spielen nicht einfach nur mal so, um dann irgendwo mal 10 Spiele wieder rauszutun. Ich glaube, wir haben uns in das Jahr weiterentwickelt mit vielen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, dass wir einfach auf einem Standpunkt sind, wo wir sagen, ja, wir können mit allen anderen Mannschaften mithalten. Und wenn wir vielleicht die Kontinuität wieder reinbekommen, was uns letztes Jahr ein bisschen vermissen ließ, was ich mir auch erwünsche jetzt und woran ich auch glaube, dann können wir mit dieser Mannschaft mithalten. Und ich denke auch, dass die Mannschaften, die jetzt von der zweiten Liga runtergekommen ist, auch ihre Probleme bekommen werden. Ich meine, sie müssen auch eine ganz neue Mannschaft zusammenstellen, wie alle anderen auch. Und ich glaube schon, dass das eine gewisse Chance sein könnte für uns. Hier vorne war noch eine Frage. Ist das vielleicht ein Vorteil, dass die Mannschaft mehr oder weniger eingespielt ist, weil sie jetzt nicht so verändert wurde, zumindest jetzt zu Beginn, dass man vielleicht gegen Gegner, die ziemlich neue Teams zusammenstellen? Ich denke, dass es ein Vorteil sein kann. Das ist ja klar. Also wir haben vor 2 Jahren mal Rostock gesehen, die dann eine ganze neue Mannschaft hatten, dadurch auch mit aufgestiegen sind. Aber ich glaube schon, dass man das nicht garantieren kann. Ich glaube schon, dass man einen Vorteil hat, wenn die Mannschaft sich kennt, dass der eine von der anderen weiß, wie er funktioniert. Ob es dann erfolgreich ist, klar. Man muss sich trotzdem durchbeißen. Das ist sicherlich. Man bekommt keinen Erfolg, nur weil man sich kennt. Und ich glaube aber letztendlich, dass es ein Pluspunkt ist, ja. Hat sich die Frage High Online erledigt? Okay, Jörg Müll. Eine ganz Frage sozusagen. Das sollte diese Woche entschieden werden. Ist dann eine Entscheidung gefallen? Ja, also die Entscheidung ist für mich ganz normal. Also ich denke, das kann ich vorwegnehmen. Was heißt vorweg? Die Mannschaft weiß es ja eigentlich schon. Also ein Sehat Mehrz wird Kapitän bleiben. Stellvertretend wird der Hustre sein. Und Mannschaftsrat wird sein. Sehat, Husti, der kleine Heißmann. Der Marc Stein und Nico Feldhahn. Wer ist für dich, oder welche Vereine würdest du gegen als Favoriten einstufen, aus deiner Sicht? Größter Gegner oder wie auch? Ich weiß es nicht. Also wenn man nach Namen geht, sind es meistens die Absteiger. Das ist ja klar. Die haben auch groß verkündigt, dass sie wieder hoch wollen. Das ist alles auch eine Normalität. Ich denke, es gibt auch mehrere Mannschaften, die gerne es möchten. Es ist Osnabrück, es ist Offenbach, ist immer ein Kandidat. Jedes Jahr ist immer ein Wunsch aufzusteigen. Und so wird es bestimmt 4, 5 noch mehr geben. Also es ist einfach schwer zu sagen. Also da festzulegen, ich kann es nicht. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass wir, wenn wir Richtung 38. Spieltag gehen, mit erwähnt werden und sagen, hey, die Jungs haben immer noch eine Chance. Und das ist für mich das Wichtigste. Ja, bitteschön. Ist jetzt die Trainersicht zu dem Saisonziel, wie sieht die Vereinssicht aus?
Ja, im Prinzip ist das ja immer das, die Frage nach dem Ziel. Ich muss da mal ein bisschen lächeln, weil das eine ist das ist das, was man sich wünscht, das andere ist das, was man kann. Und im Moment stehen wir, wenn es der Trainer schon sagt, in der Situation, dass wir diese Liga überhaupt nicht einschätzen können. Und klar, unser Wunsch ist es natürlich, oben dabei zu sein. Unser Traum ist es, aufzusteigen. Unser Ziel ist von beiden nicht viel entfernt. Allerdings wissen wir, dass dieses Ziel mindestens 8, 9 andere Clubs teilen. Und das macht es eben so schwierig. Und von daher denke ich, ist, wenn man ein Ziel formulieren sollte, dann schon das, dass wir bis zum Ende der Saison zumindest die Chance bewahren, auf die ersten 3 Plätze kommen zu können. Ob es dann reicht, muss man sehen. Vielleicht nochmal, Herr Kalt, für den OFC ist er mit Sicherheit wichtig, der DFB-Pokal mit der Spielvereinigung Greuther Fürth. Ist das jetzt jemand, der bei Ihnen Freude ausgelöst hat im Verein, oder hätte man gesagt, könnte da ganz attraktivere Losen? Ich sage mal so, wenn man in Pokal ist, wünscht man sich vielleicht da einen Bundesligist, dann hat man 18 Möglichkeiten, ja. Dann sagt man sich vielleicht Bayern München, dann kriegst du ein Live-Spiel, dann hat man wirtschaftlich alles richtig gemacht. Und ansonsten weiß man, dass man gegen Bundesligist immer, denke ich, der krasse Außenseiter ist. Das Los Greuther Fürth, sage ich mal, ist so ein Los, das haben wir hingenommen, hat nicht für Euphorie gesorgt. Bisschen euphorischer hat mich jetzt der Anschlusstermin gemacht, Samstag 20.30 Uhr. Das heißt, hier tolle Atmosphäre im Stadion, Flutlichtspiel, vielleicht auch zusätzliche Kräfte, die bei der Mannschaft wecken können. Ja, also von daher den minimalen Vorteil, den wir hier haben, die Bundes... 20.30 Uhr. Habe ich 18.30 Uhr gesagt? Nee, Entschuldigung, also 20.30 Uhr. Vielleicht haben wir den kleinen Vorteil, dass Greuther Fürth noch kein Pflichtspiel hatte, aber das ist alles graue Theorie. Wir gehen da als krasse Außenseiter rein und haben keine... Wir planen nicht mit der zweiten Runde und würden uns freuen, wenn wir es dann danach tun könnten. Wirtschaftlich ist es so, das ist jetzt kein großes Los in dem Sinn, weil in der Tat es keine Live-Übertragung gibt im öffentlichen rechtlichen Fernsehen. Die bringt Ihnen eine extreme Zusatzeinnahme. Wir erwarten bei dem Spiel, ich kann es heute schlecht schätzen, vielleicht 12.000 bis 14.000 Zuschauer. Das hört sich erstmal gut an, aber Sie wissen, da gehen die Verbandsabgaben ab, dann wird geteilt, dann ist das ein Spiel, wo Ihnen am Schluss vielleicht eine Einnahme vielleicht von 5.000, 6.000 Zuschauer. Also ist jetzt wirtschaftlich nicht der große Durchbruch. Das ist so die größte Kulisse, die es jetzt in dem neuen Stadion sozusagen geben wird. Wie weit hat das für organisatorische Umstrukturierung oder Mehraufwand sozusagen für das Spiel gesorgt? Also Stichwort Ordnung, Stichwort drumherum, wie weit ist das aufgepusht sozusagen worden oder geändert worden? Also eine organisatorische Aufgabe ist es mehr dadurch, dass wir halt auch diese Eröffnungsfeier noch mitplanen müssen, dass wir auch im Businessbereich eine sehr außergewöhnliche Situation haben, der nahezu ausverkauft ist mit 900 Gästen allein dort. Ordner im Stadion werden weniger sein als bei den Meisterschaftsspielen, weil selbst der Polizei kein Grund eingefallen ist, warum es bei diesem Spiel irgendwelche Störungen unterhalb der Fangruppen geben konnte. Von daher ist diese Situation sehr entspannt. Man muss jetzt tatsächlich sehen, wie die Parkplatzsituation dann rund um das Stadion ist. Wir haben zum ersten Mal den neuen VIP-Parkplatz praktisch hinter dem Stadion, der zum ersten Mal geöffnet ist, der ja ca. 300 neue Parkplätze mit anbietet. Das ist mit Sicherheit, an vielen Dingen wird es knirschen und knarren, wie das immer so ist bei einer Premiere. Aber vom Zuschaueraufkommen her ist es keine besondere Herausforderung. Parkplatz, Wienerring, das ist was anderes. Ja, aber das ist was anderes. Aber können die Leute überhaupt? Ja gut, sagen, wir parken im Prinzip an den Flächen, die sie kennen. Das hat sich ja nichts geändert am Standort. Die Leute kennen ihre Lücken. Sie verlieren jetzt nur am Wiener Ring halt die Parkflächen. Und die sind jetzt auch nicht so überdimensional groß, ja. Der Parkplatz hier drüben benutzt? Wir haben 2 VIP-Parkplätze, weil wir ja im Prinzip 900 Gäste haben, die im Businessbereich sind. Früher hatten wir nur 400 Business-Gäste maximal. Also von daher sehen Sie schon, dass der mehr Parkbedarf da ist. Und wichtiger Hinweis, die Presse ist auf dem Aschaffenburger Straße einen Parkplatz untergebracht. Das klären wir gleich noch nach der offiziellen PK. Ja. Ja, Blatter nicht.
Aber es sind viele da, es ist immer gefährlich, einzelne zu nennen. Wir haben also... wäre gerne gekommen, Platter. Bitte? Hatten einen Termin. Genau so. Nein, ich denke schon, wir haben sehr, sehr viel Prominenz aus Sport und Politik hier. Auch aus Vereinen aus der Region. Wir haben zum Beispiel auch im Stadion haben wir die gesamten Offenbacher Vereine eingeladen, die wir, ich glaube, allein 1300, 1400 Plätze haben wir auf der Westtribüne allen Offenbacher Vereinen zur Verfügung gestellt, die bei uns im Prinzip Gäste sind, weil wir sagen, das Stadion, das haben wir kostenlos gemacht, weil wir sagen, das ist ein Stadion, zwar für Kickers Offenbach, aber eigentlich gefühlt auch für ganz Offenbach. Ja, es ist ja kein OFC-Stadion, sondern ein städtisches Stadion. Und das war so eine Geste. Und wie gesagt, im VIP-Bereich haben wir einiges an prominenten Gästen da. Also gerade aus dem Fußball wird man einige sehen, die Sie kennen, auch aus der Nachbarstadt. Und ja. Ja, DFB sind jetzt natürlich auch vertreten, ja. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Noch eine Frage an Sie, Herr Kalt, zur Emotion sozusagen. Stadion steht sozusagen, das Eröffnungsspiel wurde lange geplant sozusagen, ich glaube, vor einem langen Vorfeld auch schon Aktion. Wenn Sie jetzt den Mittwoch vor sich sehen, welches Gefühl beschleicht Sie so da oder welches Gefühl haben Sie so da? Zufriedenheit? Na, zunächst mal freue ich mich auf den Donnerstag, weil dann alles vorbei ist. Ja. Ja, man muss das ja sagen, es ist zwar jetzt am Mittwoch die Eröffnung des Stadions, wir werden auch im Rahmen der Eröffnungsfeier mal einen Blick zurückwerfen wollen, das kann ich auch schon verraten, aber wir sind ja jeden Tag hier. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt am Mittwoch ins Stadion komme und sage, wow, der Effekt, den haben wir ja täglich. Sicherlich ist es ein besonderer Moment, weil ich glaube, dass die Zuschauer vielleicht diese besonderen Momente liefern werden, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Wir haben es ja vorhin erwähnt, was alles im Spiel passiert, darum die Situation um Suat Türker. Wir haben nicht die Anspannung bei den Fans da, die man sonst beim Meisterschaftsspiel hat. Also im Prinzip gibt es am Mittwoch eigentlich keine Verlierer bei allen sportlichen Wettstreit, den wir trotzdem haben. Aber für uns ist das Stadion jetzt schon gelebter Alltag. Wir entdecken jetzt auch, die Schilder sind jetzt alle dran und so weiter. Es ist jetzt sehr schön hier, das muss man sagen. Es gibt keinen Bautreck mehr, nichts mehr. Also ist schon eine tolle Sache, aber ich werde im Moment fast jeden Tag gefragt, was für Gefühle ich habe, wenn ich ins Stadion gehe. Zunehmend immer mehr die gleichen. Ja, es ist halt schon so, wir leben ja hier. Oder Sigmund, geht Ihnen das an? Ja, ich kann da nur zustimmen. Vorstellung damals in der Sparda-Bank in Frankfurt, als dieser Videoglauf ist. Und jetzt, wenn man das dann tatsächlich hier sieht, wie viele Emotionen hat das dann an der Umsetzung über den ganzen Weg, wenn man gesehen hat, Tribünen fallen, andere werden erstellt. Das genauso gelaufen, wie ich das. Also ich muss wirklich sagen, was in der Tat ist, wenn Sie dieses Video mal sich anschauen, dann ist ja das Stadion sogar ein Stück besser geworden als im Video, weil wir zwei Ausbaustufen mehr mit vorgenommen haben, als in diesem Video noch vorgesehen waren. Da waren ja die beiden Sitztribünen hinter dem Tor nicht mit ausgebaut. Es ist schon perfekt gelaufen, das muss man schon sagen. Wir haben mal analysiert, wir als OFC haben in 15 Monaten Bauphase, der Jörg Hambüggers und ich, an 96 Baubesprechungen teilgenommen. Das heißt also, wenn man so, mir hat letztens einer gesagt, ja, ich hätte 220 Arbeitstage. Ich dachte mir, es hat 400, aber es gibt wohl offiziell 220 Arbeitstage. Und wenn man das mal hochrechnet, man hat an fast 100 Besprechungen teilgenommen, dann weiß man auch, wie intensiv die Phase hier war. Das war nicht immer leicht. Ja, das haben alle, die hier auf der Geschäftsstelle gearbeitet haben, täglich erleben müssen. Aber die Motivation war immer dadurch dieses Wachsen. Und das Stadion ist genauso geworden, wie es eigentlich präsentiert wurde, ein Stück schöner vielleicht noch. Und dass es auf den Tag genau baufertig war, das muss ich wirklich sagen, das ist eigentlich das Beeindruckendste, was man selten woanders so erleben durfte. Und deswegen auch Kompliment ganz klar an die Bremer AG, die hier einen Riesenjob gemacht hat, die, soweit ich das beurteilen kann, auch beim Bauherrn der Stadt Offenbach in den Budgets agiert haben, wie es vorher vereinbart war. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, kann mich ja nur wiederholen. Ich finde, das hier ein ganz starkes Stück Offenbach, was hier entstanden ist. Ja, man hört ja sehr oft, was alles nicht in Offenbach funktioniert, auch beim OFC nicht funktioniert. Hier hat mal alles funktioniert, das Zusammenspiel aus Stadt, aus Verein, aus Projektsteuerung, von der Bremer AG. Also das ist hier schon auch mit dem Geld, glaube ich, wurde selten ein Stadion in dieser Qualität gebaut wie hier. Also sehr zufrieden.
für einen Trainer, was bedeutet es, wenn man jetzt so der Erste ist mit seiner Mannschaft in dem neuen Stadion spielen darf? Mehr Motivation für diese Spiele ist? Ja, wir hatten das so ähnlich, wie der Thomas schon gerade sagt, wir die Möglichkeit seit letztes Jahr November, glaube ich, sind wir hier auf die Baustelle. Also wir sind so ein bisschen mitgewachsen jetzt mit das Stadion auch. Von Woche zu Woche haben wir dann, oder jede zweite Woche haben wir gesehen, die Tribüne steht. Also wir fühlen jetzt uns eigentlich auch schon zu Hause. Und dass jetzt Eröffnungsspiel jetzt da ist, ist für uns dann eine gewisse Normalität schon, weil wir die letzten Spiele schon hier bestritten hatten. Ich hoffe einfach, wenn alles fertig ist, dass dann bei uns, wie gesagt, sportlich auch alles fertig ist. Und dann fangen wir einfach gemeinsam dann was Schönes an. Wenn ein Stadion daran teilnimmt, umso besser. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke schön fürs Kommen. Wir freuen uns auf Mittwochabend um spätestens 20 Uhr, aber in der Hoffnung ab 17 Uhr im neuen Sparda-Bank Hessen-Stadion.